Louise Candlish, die Fremde in meinem Haus. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem entspannten, romantischen Kurztrip nach Hause. Sie biegen in Ihre Straße ein. Sie sehen vor Ihrem Haus einen Umzugswagen, denken sich noch nichts dabei, glauben, es betrifft die Nachbarn. Sie gehen in Ihr Haus, eine fremde Frau empfängt Sie in der Diele, alle Ihre Möbel sind weg. Und die fremde Frau sagt Ihnen, dass Ihr Haus nicht mehr Ihr Haus ist, sondern Ihr Haus. Und sie zeigt Ihnen zum Beleg einen Kaufvertrag, eine Überweisung an ein Konto eines Immobilienmaklers und Ihr Mann, mit dem Sie dieses Haus bewohnen, und die beiden Söhne, die dieses Haus beherbergt, sind nicht da, nicht erreichbar. Ein Albtraum, oder? Und daraus entwickelt Louise Candlish einen unfassbar spannenden und dichten Thriller. Wir erfahren sukzessive, was mit Bram, ihrem Ehemann, ist. Keine Sorge, die Kinder tauchen ganz schnell auf. Es ist kein Buch über verschwundene Kinder. Wir erfahren, was Bram getan hat, wo er sich aufhält und wie Fiona das Ganze einzuordnen hat. Super spannend, von der ersten bis zur allerletzten Seite mit jeder Menge überraschender Twists. Und immer wenn man denkt, jetzt hat man es, ändert sich alles wieder total rasant. Das perfekte Buch für ein regnerisches Wochenende auf der Couch, unter der Decke, im eigenen Haus,